Mit einem Selbstmord in einer tschechischen Oper startet das Theater Magdeburg in seine neue Spielzeit. Janáčeks Katja Kabanova. Eine tragische Geschichte um eine nicht erfüllbare Liebe und ein wirklich guter Auftakt für eine Dirigentin mit slawischen Wurzeln. Anna Skrüliva ist Magdeburgs neue Generalmusikdirektorin. Und damit ist sie eine von insgesamt nur 5 Frauen auf diesem Posten in ganz Deutschland. Aber ich denke, jetzt ist die Zeit gekommen, wo die Frauen auch erstmal als Dirigentinnen auch in leitenden Positionen akzeptiert werden und wo die Frauen auch technisch und menschlich schon so weit sind, diese Positionen anzunehmen. Vorbehalte aus dem Orchester oder Skepsis seien ihr noch nicht begegnet. Wie auch, sie ist top vorbereitet, humorvoll und warmherzig. Ich denke, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, war ich auch immer gewesen, schon als Kind. Und andererseits trotzdem mit sehr vielen Gefühlen. Ja, aber diese goldene Mitte, die ich versuche zu finden, sodass man Disziplin mit Gefühlen zusammen verbindet, denke ich, manchmal gelingt es mir. Bei Janáček ist ihr das auf alle Fälle gelungen. Viel Gefühl ohne überflüssige Sentimentalitäten. Ein guter Einstand. Doch einen richtigen, langgehegten Traum erfüllt sich Anna Skrüliva mit dem ersten Sinfoniekonzert Skriabins Prometheus. Skriabin lässt Musik in Farben erstehen. Und das ist natürlich auch Thema ihres Videoblogs, bei dem Anna Skrüliva ganz zeitgemäß Klassik vermittelt. Er hat Töne in der Partitur geschrieben und jedem Ton ist eine Farbe zugeordnet. Und da wird ein Pianist sitzen und er wird das spielen. Und wenn er spielt, werden die Farben projiziert. Dass Anna Skrüliva da mal nicht durcheinander kommt, auch sie ist nämlich eine sogenannte Synästhetikerin, sieht Töne in Farben, aber anders als Skriabin. Ein G ist für sie rot, ein F ist grün, ein A ist gelb. Neben diesem sinfonischen Farbrausch erfüllt sich für die sympathische Russin in Magdeburg gleich noch ein weiterer Lebenstraum. Alle Beethoven-Sinfonien aufzuführen zum großen Beethoven-Jubiläum 2020. Doch ein traumhafter Start als Generalmusikdirektorin in Magdeburg.